Aus diesem Grund hat sich der König entschlossen, seine Expedition nach Süden zu schicken, die herausfinden sollen, woher die Risso kommen. Mit den Fischmenschen muss unbedingt Kontakt aufgenommen und nach Möglichkeit ein Bündnis geschlossen werden, bevor dies Al'Anfa gelingt. Daher wird die Expedition auch unter Geheimhaltung ausgerüstet und losgeschickt, und dabei hat der König an euch als Botschafter gedacht, da ihr über die größte Erfahrung mit diesen Fischmenschen verfügt. Ebenison, Berater von Mizirion dem Dritten von Brabak, zu den Sonderbotschaftern des Königs vor der Korisande-Expedition, 1000 nach Bosbarans Fall. Ihr seid hinabgetaucht in Efferts eisige Fluten. Das Wasser würde euch binnen weniger Minuten erfrieren lassen, doch die Alchemie von Kanesetiana und dem finsteren Alurath Mangrace helfen euch. Der Druck lastet schwer auf euren Körpern. Alles ist dumpf. Die Biaga der Risso haben euch geholfen, teilweise mit Kiemen versehen, doch ihre Kraft ist nun erschöpft. Nach zahlreichen langen Kämpfen um das Heiligtum sind viele von ihrem Volk tot. Die restlichen verstecken sich in den Ruinen. Nun schöpfen sie ein letztes Mal ihren Mut. Am Muscheltempel des Rochengottes vorbei, in noch finsterere Tiefen, habt ihr die ersten Krieger der Wurzelkaiserin getötet. Doch Boltax ist im Kampf verschwunden. So kommt ihr nur kurz zur Ruhe, als ihr bemerkt, dass nun auch die Heilpatrouille das Blut der Wehrwesen gewittert hat. Die Krakonier haben euch ebenso bemerkt. Und so beginnen wir. Mitten im Wasser. Sulamin, siehst du dort vorne diese Wesen? Ich fürchte, die haben uns gesehen. Der Plan hat sich nicht geändert, oder? Wir müssen immer noch hinein. Galan sitzt neben euch, schwebt neben euch und rudert energisch mit dem Schwertarm in Richtung der Maulgrotte. Da er nur eine Hand hat, kann er mittlerweile nicht mehr über Attack mit euch kommunizieren. Er bewegt sich aber noch nicht. Er scheint zumindest eine Art von Zustimmung zu erwarten. Wo kommen die denn her? Diese Krakonier aus der Maulgrotte? Oder? Nee, die Krakonier waren als Haipatrouille ja um euch herum stationiert, also auf Haie reitenden Krakoniern. Und ebenso die Haie haben euch gewittert, das Blut der Wehrwesen, das Blut von Mira und dann von den jeweiligen Verletzten. Und dadurch haben eben auch die Krakonier mittlerweile die Witterung von dir aufgenommen. Dann, ich weiß nicht, wartet ja dann so 3, 4, 5 Sekunden. Wenn sich dann immer noch irgendwie keine Reaktion ergeben hat, wird er sich abstoßen und losschwimmen. Ja, ich schließe mich an. Ich ziehe Mira einmal am Ohr und dann in Richtung Maulgrotte. Ach, wie scheint, wird uns die Entscheidung abgenommen. Und kommt. Dann bleiben wir zusammen. Und Sulamin schwimmt hinterher. Von eurer aktuellen Position sind es nur wenige Schritte auf die Maulgrotte zu und hinter euch könnt ihr noch das segelhafte Scharren hören, als die Haie auf ihre verbündeten Wehrwesen zustoßen und sie dann zerreißen. Die Krakonier derweil betrachten euch und blicken mit ihren glubschenden Augen euch hinterher, als ihr in die Maulgrotte hineinschwimmt und überall um euch herum das dunkle Holz der Arche erkennen könnt. Zahlreiche riesige Archenkäfer, die hier umherkrabbeln und ihre Arbeit verrichten, und ihr könnt Moluren erkennen, die hier bereits Aufstellung genommen haben und euch mit den Speeren erwarten. Dann wird es langsamer werden, wenn er sie erkennt. Dann so, ich weiß nicht, hier vielleicht? Ist das 1:1? Das ist 1:1. Dann erstmal so in etwa hier eine Aufstellung, eine Wartestellung einnehmen, sich umblicken, vielleicht einen Archenkäfer aufspießen, der ihm zu nahe kommt, und auf die anderen warten. Die wollen die folgen wahrscheinlich. Und die Moluren ab und zu mal genau betrachten. Die sind einfach, die lassen uns kommen, oder? Die lassen euch kommen, ja, die lassen euch auflaufen. Ihr habt ja schon die ersten Erfahrungen mit den Moluren in Mendena gesammelt, beziehungsweise in Ilsur war es, aber es waren die Truppen von Xeraan. Ihre Speere sind wohl, das könnt ihr selbst unter Wasser erkennen, vergiftet, und sie blicken euch mit ihren dunkelblauen Augen an.
Abel, mir meint wohl so etwas wie eine Verwandtschaft zu den Risso zu erkennen, aber sie sind wesentlich finsterer und verdorben. Und während ihr dort Aufstellung nehmt, könnt ihr es wieder um euch herum hören. Das Herz, dieser Herzschlag ist lauter geworden und um euch herum könnt ihr wieder das Pumpen hören aus Holz, irgendwelche Röhren, die hier durchflochten werden, irgendwelche Flechten, irgendwelche Insekten, Handlanger, die in diesem riesigen Monsterleib beginnen jetzt Räume zu formen, Gänge, die sich verändern und dann könnt ihr das Knacken und Brechen des Mauls hören und sehen, wie sich hinter euch die Maulgrotte schließt. Lämme mir das Schwert in die rechte Armbeuge, nehme ich an. Signalisiere kurz mit der Hand zu Rafim, der ja neben mir ist, linke Seite aufrollen. Ja, Rafim nickt nur, weil auch er kann nicht sprechen. Er hat ja ein Zweihandschwert in der Hand. Dann nehme ich es wieder aus der Armbeuge, hoffentlich ohne mich zu schneiden. Ja, ich habe ja ein Kettenhemd an. Und los geht's. Während du dich noch zu den anderen umblickst, kannst du wieder einmal erkennen, wie Blut aus deiner Nase läuft. Hinter den Moluren kannst du sehen, wie dort ein riesiger, gewaltiger Wurm eingearbeitet ist, zahlreiche Schläuche, die wohl in ihn hineintasten und dann geklärt wieder hinauslaufen. Du bist wohl der Meinung, so Archenkapitän versiert bist du mittlerweile, das muss die Niere sein, das gewaltige Pumpsystem, was auch immer das für ein riesiger Wurm ist, aber du hast zumindest eines der ersten Organe bereits gesehen. Tropeum. Wenn ich mich nicht täusche. Und dann kann man sich darüber später. Es geht vorwärts. Gehen wir in die Eni oder? Nein. Du kannst natürlich auf die Moluren zuschwimmen und kannst natürlich den Kampf beginnen. Sie selber würden aber erst warten. Sie scheinen zu verteidigen, aber nicht anzugreifen. Ja, wir haben nichts daran zu gewinnen, hier zu warten. Ich habe mit Rafim zumindest eine Ansage gemacht, deswegen bewege ich mich auf die linke Seite zu. Mit dem Willen, mit ihm geschlossen, dann hier aufzutauchen. Mhm. Du kannst sehen, wie auf alle Fälle Hüvilla Marix Fuchsecker jetzt auch gebraucht das erste Mal von ihrer Harpune macht und einen der wohl unteren Molurenkrieger beschießt und dann ihm wohl, würfeln wir einfach spaßeshalber mal auf ihren Fernkampf fährt. Das sollte definitiv reichen. Und das Schöne an Harpunen, an aquatischen Lebewesen ist, dass sie dreifachen Schaden anrichten. Ich würfel spaßeshalber mal den Schaden. Reicht nicht, um ihn zu töten, aber ihn auf alle Fälle zu verwunden. Aber idealerweise, wenn sie jetzt ihre Überzahl ausnutzen wollen, müssen sie sich aus ihrer Deckung herausbewegen. Gut, gehen wir in die Initiative. Ich ziehe dafür das Brett einfach mal von hier drüben nach hier und dann können wir quasi genauso weitermachen, wie wir es beim letzten Mal lassen haben. Dazu ziehe ich sowohl eure Token. Oh, gnadenlos. Sind wir voll orientiert oder sollen wir auswürfeln? Nee, ihr seid nicht voll orientiert, weil die Umgebung tatsächlich ungewohnt ist. Alles um euch herum ist natürlich auch dunkel, aber... Okay. So. Ich an 8, da bin ich, okay. Ja, ich hab mich nicht kopieren müssen. Die Moluren kämpfen auf der 21 und haben damit zumindest schon mal eine bessere Initiative als letztes Mal. Sie können noch gegenhalten. Ja, genau, können sie auch natürlich. Ist natürlich die Frage, ob du Sturm angreifen willst oder ob du irgendwas anderes vorhast. Wir kennen ja die Schwimmen-Regeln für den dreidimensionalen Kampf mittlerweile. Und wir können alle zur Kampfrunde 0 eine Schwimmenprobe auswürfeln. Die Moluren haben eine Q5, würde ich sagen. Sie sind nicht ganz so gut wie die Wehrwesen. 5 ist ordentlich. Ja, aber die anderen Wehrwesen hatten 6. Das ist richtig. So. Da schauen Sie an. 15, 15, 15 und ein... 12, glaube ich. 12 hat, ja, ich glaube, irgendwas in der Kante. Ja, genau, die 12. Q5 auf Schwimmen. Mirakrit. Aua. Dann hat sie, ja, geben wir auch tatsächlich die 24 Punkte. Vielleicht möchte sie doch einen Sturmangriff machen, ey. Sie hat keine Sonderfähigkeit. Ich habe auf alle Fälle die 12, die vollen 12 Punkte, ist gar nicht so viel, schade. Kommt ihr mittlerweile ziemlich gut dran. Okay, Mira muss beginnen. Was möchte Mira tun? Ja, Mira möchte den Moluren vor sich angreifen. Ja, den hier. Ja. Wenn Mira dem jetzt seine Parade erschwert, dann
Ist das nur für sie, richtig? Genau. Du kannst ihren Ausweichenwert kannst du natürlich vergrößern, genau. Er möchte die Finte haben. Er fragt, wenn sie jetzt die Paradeerschwernis nimmt, also die eingebaute Finte, ob das dann nur für ihre Angriffe gilt, ja, oder für alle die gegen Angriffe sie gerichtet ist. Ja, genau. Nein, die gegen die Moluren gerichtet sind. Also kriegt sie der Molure grundsätzlich dann eine schlechtere Position oder hat der Molure nur gegen Mira gegenüber nur eine gegen schlechtere Mira. Position? Nee, nur gegen Mira, weil Mira in der Situation schneller schwimmt oder graziler schwimmt. Weil es geht ja von Mira aus. Das ist schon richtig. Ja. Ja, dann geben wir ihm mal eine 10er Finte und warte mal. Ich habe 24 Punkte, 6 Punkte auf das Treffen und den Rest dann auf den Schaden. Ja, da würde ich tatsächlich auch mal sowas wie eine Parade auffinden. Ich habe 12 Punkte für ihn und ich gebe mir dann auch eine 12er Parade-Erleichterung. Mit der höheren Inri habe ich auf alle Fälle den Crit von Mira gesehen, also dass sie tatsächlich ziemlich graziell ist, zumindest für ihn. Ja, das kannst du ja auch ohne höhere Inni. Also ja. Kannst du ja verteilen, wie du willst. Na doch, das liegt schon an der höheren Inni. Okay, dann würfel mal mit Mira. Ja. 18. Ist das gelungen? Ja, hab ja den Angriff um 6 erleicht. Das heißt, 13 minus 6 sind 19. Hast du genau gerade getroffen. Und ich hab mir... Was hast du mir für eine... Du hast eine 2er Erleichterung. Eine 2er, okay, gut. Dann habe ich ganz normal pariert mit einem Speer gegen einen Handgemenge-Angriff. Dann bekommst du auf alle Fälle den halben Schaden. Das ist gar nicht so viel. Das sind nur 6. Du kannst die Rüstung abziehen. Ja, kommt nichts durch. Kommt gar nichts durch. Du denkst daran, dass deine Parade noch zusätzlich um 6 erschwert ist, weil du unterlaufen bist? Warum ist sie unterlaufen? Der hat die höhere Inni. Er hat die höhere Inni. Ja, nein, also, nein, alles gut. Ich war unseren üblichen Inni-Vorteil gewöhnt. Da kommt nichts durch. Gut, schade. Was hat Mira für einen Rüstungsschutz? 8. 8. Hast du ihr einen Panzer gegeben oder was ist los? Das sind die Enturium-Gebisse. Naja, gut, alles klar, passt. Dann, ich muss gerade auf der Initiative gucken. Mira ist fertig mit ihrem Sturmangriff. 16 ab. Das ist kein Sturmangriff. Ich würde die unteren 3 Moluren blitzen. Ja. Stoppe ich sie vor. Und zwar, ich muss gerade gucken, der eine ist fast kaputt durch den Angriff von Hyvilla. Ich mache aber mal einen Sturmangriff in deine Richtung. Ja, Sturmangriff. Zulamin kommt da nicht dran, aber Diamantes könnte eventuell etwas tun. Ist aber auf der Initiative trotzdem nicht auf der 20, also auf der 20, nicht auf der 21. Das heißt, würde ich vorher angreifen. Ich habe eine 12er Erleichterung. Kann ein Passier schlagen? Du hast eine höhere Inni. Nee, du bist nicht nah genug dran. Also, der ist aus der Mitte ausgebrochen. Und da kommst du nicht ran. Nein, ich meinte Diamantes. Ich glaube, direkt an Diamantes. Danach, Diamantes kann danach handeln, nach dem Sturmangriff. Gut, ich gebe mir eine 6er Finte, 6er TP mehr. Vergiftete Krallen, Speere. Vergiftete Krallen? Was? Ich will nicht mehr. Wow, was? Okay, der Sturmangriff ist nicht gelungen. Die haben auch keine Schicksalspunkte. 20 ist halt 20. Aber mir darf einen automatischen Passierschlag ausführen. Ja. Oh Gott, die 1-1. Wow. Würfel mal den Schaden. Darf ich die 6 Punkte, die ich bei Schwimmen nicht gehalten habe, darf ich nicht? Nicht auf den Passierschlag. Alles klar. 11 mal 2. Sind 22, aber es ist trotzdem noch ein Säbel, also es sind halt doch nur 11, ne? Und die Autowunde nicht vergessen. Genau, das sind wahrscheinlich 3 Wunden. Es kommt noch mindestens ein Punkt aus meinem Attribut dazu, also sind es eigentlich 24. Ist dein Attributo noch aktiv? Ja, müssen wir. Der ist 2 Stunden lang. Ja, okay. 2 Stunden lang. Dann machst du eine, du machst eine Wunde durch, einmal durch den Schaden, dann durch den Crit machst du eine zweite Wunde. Hast du noch eine dritte Wunde durch irgendwas? Nein, nicht passiv ist du. Gut. Nee, dann setzt nur kannst 2 Wunden. Kannst du doch die Trefferzone würfeln und auf eine 20 hoffen. Ja, das wäre natürlich sehr schwer dran, okay. Ich spare mir jetzt zu diesem Zeitpunkt mal nicht die Selbstbeherrschungsprobe. Das war nur auf die 15, das reicht aber. Es war nicht so viel Schaden, das war halt nur der Crit. Gut, er hat 2 Wunden.
und lebt noch. Bei wirklich? Abelmir, okay, krass. Abelmir 16. Ja, wie gesagt, Blitz, ich finde immer noch drei Personen. Ich würfel den einfach mal so und dann können wir immer noch die Erschwernis ausrechnen. Du musst halt auch nicht mal mehr eine Selbstbeherrschungsprobe, weil du gestört bist oder sowas würfeln, weil du bist halt nicht gestört. Das sind 13 Punkte, also plus 3 für die Anzahl und plus die Magieresistenz. Ja, die Magieresistenz von den Moduren weiß ich jetzt gerade nicht. Ich würde sie auf 6 oder sowas setzen. Gut, dann wären das 9 Punkte. 4 Punkte bleiben übrig. Ist gelungen. Ja. Sie verlieren jetzt, wie gesagt, Zustand. 4 Punkte verteilt auf Attacke und Parade gleichmäßig und 4 Punkte auf Ini. Und 16 Punkte Ini. Es ist dein ZFW. ZFW, genau. Okay, das war die erste Aktion von Abelmir plus eine freie Aktion. Möchtest du gleich noch was weiteres tun? Will ich. Also, die war da wahrscheinlich nicht mehr drauf, vermutlich mal, oder? Bitte? Darf ich nicht mehr draufhauen? Wahrscheinlich. Ach klar, warum nicht? Du hast eine Aktion. Ne? Also du hast eine Aktion. Nee, du hast nicht pariert, du hast nicht attackiert, das war nur eine freie Aktion. Dann würde ich noch einen schlagen. Denk an deine Schwimmaktion, ne? Die hast du auch noch. Ich würde. Ja, ich denke. Und er kann sich nicht wehren. Ich würde die 6 Punkte für Schwimmen auf die Trefferpunkte drauf setzen. Ja, dann mach das. Werden die eigentlich halbiert? Ja, also sie werden erst aufgeschlagen und dann noch halbiert. Okay. Als ein Säbel ist. Ich habe eine Verständnisfrage zu dem Schwimmenkampfsystem. Ja. Und zwar, als ich das gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass das eine vergleichende Schwimmenprobe ist und dass nur derjenige, der die Schwimmenprobe gewinnt, Punkte verteilen darf. Aber das funktioniert doch mit mehr als einer Beteiligten gar nicht, oder? Ja, das wird dann sehr schwer, dass ich das auch noch vergleiche. Also am Ende ist es ja ein Vergleich. Also wenn du mir jetzt eine Attacke Erschwernis gibst, kann ich mir eine Attacke Erleichterung ebenso geben. Also am Ende kann ich es ja vergleichend anrechnen. Ist ja wie mit Mira gerade eben. Ich habe es ihm erschwert und er hat sich's mehr erleichtert, hatte er am Ende eine Erleichterung. Ich habe eine Finte von Mira bekommen und dann habe ich mir eine Erleichterung von meiner eigenen Probe geholt. Also am Ende ist es eine vergleichende. Okay, weil ich habe es eben so verstanden, wenn die Schwimmenprobe von dem Wasserlebewesen besser ist als ich, dann darf ich überhaupt keine Punkte verteilen. Das habe ich so nicht gesehen. Okay. Es sind 15 Punkte, halbiert sind es 8. Schade, Trefferpunkte, wie auch immer. Ja. Halbiert, weil. Genau, trotzdem also kein Speer, genau, 8. Keine Wunde, Rafim, 18. Beziehungsweise, ich muss mit den anderen Moluren, der ist sowieso raus, den unteren, genau. Hier nehme ich mal raus. Der hier könnte noch was machen, der bewegt sich nicht, der pariert. Also, der kann hier nur noch parieren. Gut, dann Rafim. Ich greife den gleichen Moluren an, den Mira schon angegriffen hat. Ich packe meine gesamten 10 Punkte in Schaden. Angreifen. Ja, ich hatte eine 20 gewürfelt, das war aber kein Patzer. Das heißt, ich habe noch eine Parade. Die haben 2 Paraden und eine Attacke, wenn sie in dieser Formation stehen. Ah, okay. Das nur als Hinweis. Aber weißt du nicht, weil du. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Hat der weiterhin einfach eine 12er Erleichterung gegen alle Angriffe, die ihn treffen? Nö, ich würde es nur auf diesen einen Angriff setzen. Ja, ich hätte ihn getroffen, tatsächlich. Will er das parieren? Will er es nicht parieren? Ja, er kann es parieren, er will es parieren. 1, dann ist es sogar eine freie Parade. Ja, ich greife ihn nochmal an. Er kann es ja nochmal parieren, weil er freie Parade hat. Ja. 7 auch nur, also gelungen. Und er hatte noch eine. Hatte er schon gegen Mira eine Attacke gewürfelt? Nee, nur die Parade. Parade. Nee, stimmt. Er hat aus Parade Schaden gemacht. Du hast recht. Ja. Nein, er hat noch einen Angriff. Dann greife ich dich an. Achso, warte mal. Entschuldigung, ich habe eben auf die Speere Attacke gewürfelt. Ich muss auf die Speere. Paradewürfeln ist der aber eine 15. Mit einer 7 passt das. Dann greife ich dich jetzt einfach mal an. Und ich setze auch keine weiteren Punkte rein. Sind einfach nur 11 TP. Wenn du Schaden bekommst, würde krieg ich. Okay, dann Gift. Und ich kriege einen Schaden mehr, weil es eine Wunde im Salzwasser ist. Auch gut. Dann würfeln wir mal die Trefferzone bitte für dich.
12 Schaden. In den Kopf sind 24 Schaden. Minus meine Rüstung. Warte mal, wird Wasser Schaden verdoppelt? Nee, wird einfach, du bekommst 22, also verdoppelt in den Kopf. Dann ziehen wir deine Rüstung ab und du bekommst danach einen Punkt mehr wegen dem Salzwasser. Also der Salzwasser-TP wird nicht verdoppelt. 18 Schaden. Noch, warte mal, die erste Wunde, zweite Wunde ist ab anderthalbfachen? Ja, ne? Ja, genau, plus Eisern. Ja, also deine Konstitution, plus 2. Ja, ich habe 10er Wundschwelle. Du hast recht, ich sollte das chippen. Du hast absolut recht, ich werde das chippen. Ich werde das chippen. Schade. Die Kopfwunde natürlich. Ja, Wahrheit kommt wieder. Schwerdarm. Was sagt mir Tavarisch? Gut, dann bekommst du trotzdem Giftschaden. 12 Schaden kriege ich erstmal, warte mal. Ich krieg 8 Schaden, ich krieg also von da keine Wunde, dann krieg ich nochmal 1 Schaden. Jetzt sag mir, wie viel Giftschaden ich kriege. Ja, würfel mal eine Konstitutionsprobe. Okay. Ja, ich krieg keinen Giftschaden. Ja, ich glaube, dann bekommst du den verringerten Giftschaden, der dann später tickt. Aber ich glaube, bei einer 1 müssen wir das, lassen wir das einfach mal weg. Dann ist die 18 durch, die 20. Ja, dann. Frage zum Verständnis. Sind wir reingegangen und dann in die Inni oder habe ich jetzt meine erste Aktion zum Innenkampf bewegen? Du hast jetzt deine Aktion. Habe ich jetzt noch 2 Aktionen oder habe ich meine erste für eine Position? Du hast deine erste für deine Position aufgewandt. Okay, in dem Fall werde ich nichts tun und parieren. Gut. Obviously. Dann Diamantes. Ich orientiere mich, steige meine Inni damit um 4 und bin somit noch nicht dran. Gut. Dann bin ich mit den restlichen Moluren dran, wenn ich noch welche habe. Der von Abelmir ist durch. Der hier ist verwundet und geblitzt. Der hier ist geblitzt und wird nur noch parieren, falls Zulamin ihn angreift. Dann habe ich noch einen Moluren, der hier Zulamin angreift. Das ist eine freie Aktion dahin. Ist meine erste Aktion genauso wie bei Jalan fürs Bewegen draufgegangen, oder? Ja, klar. Ja, gut, dann weiche ich aus. Mhm. Ich habe 12 Punkte einmal für Jalan und ich habe 12 Punkte für den. Ich glaube, der müsste jetzt durch sein, ja. Die haben noch eine Parade, brauche aber quasi nicht. Die können ja umwandeln und dann zweimal attackieren. Das mache ich also mit beiden. Ich gebe mir euch TP. Aber du brauchst TP. Ich brauche keine Finte, weil ich auf die 19 angreife. Dann mache ich eine TP-Erhöhung. Ich mache eine Finte 6, TP plus 6. Und ich greife immer auf die 19 an. Also werde ich jetzt noch 3W20er würfeln. Das geht dann nicht. Ich nehme mir alle Punkte aus meiner Schwimmprobe in die Parade. Und ich sage, werfen dann aus der PA an. Dann, ich hoffe erstmal, dann rechnen wir Modifikatoren auf, ja? Ja. Ich warte. Ich habe die 10, ich habe die 6er Finte, das sind dann 4, das müsste. Warte, stopp, machen wir es sauber. Also, ich habe 10 drauf. Das heißt, ich hätte eine 24er Quali. Dann verliere ich die 6 aus Unterwasser, dann verliere ich die 6 aus der Finte, dann hätte ich noch eine 12er Quali. Dann brauche ich 8 für das Entwaffnen, das wäre geschafft. Okay, dann ist er. Er darf eine KK-Probe plus 10 ablegen. Plus 10? Hast du meisterliches Entwaffnen? Selbstverständlich. Oh ja, dann plus 10. Dann ist der Speer weg. Haben wir da irgendwie einen Zustand für? Das hatten wir noch nie. Ich glaube jemand, also irgendwer, also nicht, dass er mir bekannt wäre, hat mal seine Waffe weggepatzt, ja, aber ansonsten. Gut, dann ist der erste Angriff misslungen. Du hast mich entwaffnet und dann würde ich dich mit meinen vergrifteten Krallen auf H versuchen zu. Kannst du noch parieren? Du kannst nicht mehr parieren, ne? Ich kann allerdings Passierschläge machen, wenn er versucht, da reinzugehen. Sicher? Natürlich. Distanzklassenwechsel ohne Manöver ist immer ein Passierschlag. Wieso ohne Manöver? Naja, okay, du kannst manövrieren, aber dann hast du keine Aktionen mehr. Also du kannst Distanzklasse verkürzen, easy, das kann ich nicht parieren, aber du musst trotzdem das Manöver machen. Genau, ich möchte ganz gerne das Manöver machen, dass er mit seinen. Also er hat keine Waffe mehr, das heißt, ich gehe jetzt auf. Auf H versuche ich es zumindest. 17, nicht gelungen. Das ist eine unerschwerte Attacke. Oh, nicht gelungen. Ja, okay. Das ist nicht richtig. Unter Wasser ist sie um 3 erschwert. Für okay, aquatische, aquatische Lebewesen. Zur Veränderung der Distanzklasse sind im Vergleich zu Proben an Land um 3 Punkte erschwert. Für aquatische Lebewesen gilt sowas nicht. Gut, dann gilt das für die nicht.
Dann mache ich weiter mit der Molurenbesatzung für Zulamin. Das war eine 7 und eine 16. Die würden also auch beide treffen. Wieso beide? Greift er zweimal an? Ja. Er hat ja keinen Grund, sich zu verteidigen. Zumindest der nicht. Ja, das ist richtig. Wir sind auf S? Nehme ich an? Wenn er mit seinem Speer angreift, ja. Zulamin hat genug Inni, um auf N rangegangen sein zu dürfen, wenn sie das gewollt hätte. Ja, das macht das Ausweichen aber schwerer. Aber sie hat einen Ausweichwert von 34. Ja, das ist also ich möchte gerne auf meiner Wunschdistanzklasse, nämlich auf N sein. Dann ja, ist das geht. Ausweichen erschwert um 4, minus 1. Das ist dann erschwert um 3. Du kannst Ausweichen übrigens Meister parieren. Also eine Meisterparade ansagen, wenn du jetzt eine Punkte über hast. Aber nutzt mir das was für die nächste Kampfrunde? Ja, die nächste Aktion. Du überträgst das über die nächste Aktion. Gut, dann... Drei. Wir haben jetzt eine plus 3, dann machen wir eine 10 draus. Denk an deine Schwimmpunkte, die hast du auch noch verwenden. In dem Fall nicht. Ich wollte die am Anfang in die Attacke tun, aber ist ja nicht. Okay. Das sieht gelungen aus. Da wäre auch die 20 drin gewesen. Ich wollte gerade sagen, also die. Okay, ja, passt. Gut. Dann hast du aber keine weitere Aktion mehr für die zweite Attacke. Ich kann frei ausweichen. Das kannst du. Sie sind BHK, oder? Ja. Dann hast du natürlich noch eine Aktion. Ich habe nicht angegriffen, ich habe mich bewegt und ich bin ausgewichen, das heißt, mir steht meine zweite BHK-Aktion nicht zu. Bitte was? Ja. Ach, weil du dich bewegt hast? Ja. Ja, okay. Gilt nur für Waffenaktionen. Nein, also es muss eine der regulären Aktionen eine Waffenaktion sein und da war bisher keine dabei, deswegen gibt es keine dritte Aktion. Gut, dann, du hattest gesagt, du gehst jetzt auf N ran. Dann ist das Zustechen erschwert und ich habe die 16 gewürfelt, dann ist es, glaube ich, um einen Punkt misslungen. Dann muss ich ja gar nicht mehr frei ausweichen. Korrekt. Ja, ich meine, das sind 6 Punkte. Dann habe ich alle meine Molurenkrieger bewegt und agiert und Diamantes. Genau, ich habe, ich ziele auf den Molurenkämpfer, der vor Abel mir steht, habe eine Initiative von 24, er ist geblitzt, das heißt, ich kann ihn ohne Probleme auf H unterlaufen. Außerdem hat er keine Paradeaktion mehr, weshalb ich eine 5er gerade Ansage und alle meine 12 Punkte aus der Schwimmenprobe auf den TP. So,